Vielleicht ganz kurz, ich komme aus Köln von der Kölner Uni, leite das Institut für Naturheilverfahren jetzt fast 20 Jahre und bin auch in so ein Spezialzentrum in unser CIO involviert, also in so ein Spitzenzentrum für die Krebsbehandlung. Erste Frage ist, was ist das überhaupt, Komplementärmedizin, wenn ich jetzt noch den Pointer, was ist das überhaupt? Und ich selbst arbeite seit vielen, vielen Jahren sehr eng mit der Krebsgesellschaft in Nordrhein-Westfalen zusammen. Wir haben verschiedene Broschüren auf den Markt gebracht, die ich als Autor geschrieben habe. Eine heißt Komplementäre Behandlungsmethoden bei Krebserkrankungen. Also wenn Sie Lust haben, die kriegt man völlig umsonst hier in Düsseldorf bei der Krebsgesellschaft. Die kann man auch runterladen im Internet. Da stehen so unsere Empfehlungen drin, immer mit Literatur belegt, damit man auch sehen kann, wo kommen die Empfehlungen her. Und ganz viele Warnhinweise. Also ich will beides mal so ein bisschen anreißen. Und wir haben das auch definiert, was ist das überhaupt, Komplementärmedizin? Und ja, wir Kölner sind ja relativ einfach gestrickt. Also ich habe den Vortrag unterlegt in Farben, in Rot und Grün. Immer wenn Sie Rot sehen, ist wie bei der Ampel, Vorsicht, wenn Sie Grün sehen, könnte was Vernünftiges dabei sein. Also ich fange mal hier oben an, keine Krebstherapie ist unheimlich wichtig, denn also über die modernen und guten Krebstherapien haben wir ja heute schon gehört. Also ich bewundere Sie alle, Sie sind seit 9:30 hier und immer noch aktiv, also super. Da haben Sie, sind Sie richtig informiert worden. Also es ist keine Krebstherapie. Dann fragt man natürlich, wenn es keine Krebstherapie ist, was kann man denn dann überhaupt mit komplementären Maßnahmen erreichen? Ich fasse das mal zusammen, zwei Sachen. Man kann vorbeugen. Und Sie alle wissen, Vorbeugen ist unheimlich wichtig, wenn man gesund ist. Also ich selbst bin oft in Kölner Schulen unterwegs, um das auch jüngeren Menschen so ein bisschen nahe zu bringen. Vorbeugen sollte man aber auch, wenn man krank war und wieder gesund ist. Vorbeugen sollte man auch, wenn man krank ist und vielleicht eine Dauertherapie macht, um Nebenwirkungen zu kompensieren. Also Sie merken schon, Vorbeugung ist das A und O. Der zweite Punkt: Wenn Sie mal eine Therapie gemacht haben, das trifft für Chemotherapien, für Strahlen, für Hormone, für alle Therapien zu, dann können die Nebenwirkungen machen. Also ich habe einen Frosch im Hals. Können die Nebenwirkungen machen, und wenn es gelingt, Nebenwirkungen zu reduzieren, dann hat man ja was für die Lebensqualität getan. Und mit einer halbwegs vernünftigen Lebensqualität, so denken wir, können die Standardmethoden in der richtigen Dosis, in der richtigen Zeiteinheit gegeben werden, und damit hat man natürlich eine bessere Heilungschance. Also Sie merken schon, es geht nicht um entweder oder, also das wäre Alternativmedizin, da wollen wir eigentlich nicht viel mit am Hut haben. Es geht im Prinzip darum, oh, wunderbar, vielen Dank, eine richtig gute Therapie noch zu verbessern. Das ist so der Gedanke der Komplementärmedizin. Und wir haben daraus gemacht dann Basismaßnahmen und bedarfsangepasste Maßnahmen. Ich will mal eben kurz durchswitchen. Also eine Basismaßnahme ist ja die Ernährung. Ne, wissen Sie alle. Ich will das jetzt nur in Schlagworten Ihnen mal sagen. Es gibt ja keine Krebsdiät. Das heißt, man kann Krebs weder füttern noch aushungern. Es gibt so unheimlich viele Bücher, unheimlich viele Theorien darüber. Aber bitte Vorsicht, es gibt keine Krebsdiät. Dann gibt es so Schlagworte, da will ich auch gar nicht drauf eingehen, indirekt zeigen, ja, in der einfachen Kölner Art, was sollte man denn beachten in der Ernährung? Und das ist wirklich denkbar einfach. Achten Sie erstmal halbwegs auf das Normalgewicht. Normalgewicht heißt nicht, dass man rappelsdünn ist. Normalgewicht heißt, man darf ein paar Kilo mehr haben. Jetzt kommt das Aber, es sollten Muskeln drunter sein. Da sollten Sie bitte immer drauf achten, wenn Sie hier ein paar Kilo mehr haben. Und ja, Frauen werden ja ohnehin nicht dicker, das wissen Sie vielleicht. Frauen werden ja im Laufe des Lebens sichtbarer. Sichtbar sind sie immer, aber sichtbarer. Also wenn sie sichtbar werden, achten Sie, dass Muskeln drunter sind. Das wäre ganz wichtig. Dann braucht man eigentlich schon auf drei Sachen zu achten. Ganz egal, ob man eine Chemotherapie macht oder nicht. Bitte essen Sie nur, was schmeckt. Und unter Chemotherapien ist das ja ganz gravierend. Da schmeckt ja manchmal alles nach Pappe, Blei oder noch schlimmer. Also Botschaft wäre, nie gesunde Sachen mit Widerwillen essen, denn Widerwille bleibt lange erhalten. Eine Chemotherapie ist aber in ein paar Monaten vorbei und dann will man die gesunden Sachen wieder essen. Also bitte nur das, was geht, aber doch ausgewogen. Ist ganz wichtig, nicht nur Schokoladenpudding und Pizza, das wäre falsch. Also auch wenn man gesund ist. Und der zweite Punkt, der da drunter steht, bitte immer aufhören, wenn Sie satt sind. Ist eigentlich ganz klar.
viele Chemotherapien werden mit Cortison kombiniert. Cortison regt im Gehirn so ein Zentrum an und macht Appetit und dann wird man leicht sichtbarer. Ja, also da sollten Sie bitte darauf achten. Dasselbe trifft zu unter der Antihormontherapie. Da wird der Stoffwechsel gedämpft und auch da, wenn man normal weiter isst, wird man manchmal doch korpulenter. Also bitte ein bisschen achten. Obst, Gemüse und Getreide ist, wissen Sie alle. Und der dritte Punkt geht in der Regel unter. Bitte trinken, 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 gerade während der Chemotherapie, denn je mehr Flüssigkeit im Körper ist, desto schneller wird die Chemotherapie ausgeschwemmt, ohne Wirksamkeitsverlust. Das wissen wir heute, also umso weniger Nebenwirkungen treten auf. Und gilt natürlich auch für uns alle hier, kleines Beispiel, wenn wir zu wenig trinken, wird ja unser Blut dicker. Wenn unser Blut dicker wird, kann unser Herz das nicht so gut pumpen, dann kommt das Bluten, der Sauerstoff im Gehirn nicht an und Sie werden müde oder kriegen Kopfschmerzen. Also erste Maßnahme gegen Müdigkeit, gegen Kopfschmerzen ist eigentlich genug zu trinken. Also da gibt es ganz, ganz viele Tipps, aber ich will das jetzt mal dabei belassen. Dann Vorsicht, es wird ja unheimlich viel angeboten. Ne? Also die Werbung sagt ja, alles unser Gemüse und Obst hat nicht mehr genügend Vitamine, Spurenelemente. Wir sollten solche Multivitaminpräparate nehmen oder sowas hier. Also ich sage dann immer, ich weiß, das ist ein bisschen beleidigend. Sieht aus wie Kaninchenfutter. Aber ganz, ganz teures Kaninchenfutter, also Vorsicht, ne? Da wird unheimlich Werbung mitgetrieben. Ich mache da mal einen wissenschaftlichen Strich drunter. Solange Sie essen können, ist das nicht notwendig oder gar gefährlich, denn die meisten Präparate sind völlig falsch zusammengesetzt, enthalten zum Teil auch krebserregende Substanzen und sind auch noch ungeheuer teuer. Also Sie merken schon, Vorsicht. Daraus sind dann solche Extrakte geworden, kennen Sie vielleicht auch alle. Also Granatapfel ist ja bei Männern sehr beliebt, gegen Prostata, Kurkuma, also Curryabkömmling. Jetzt der Kölner würde sagen, gegen Fußpilz und Mundgeruch, alles im Programm. Also ein Wunderheilmittel. Oder Sulforaphan, kennen Sie vielleicht auch, aus Brokkoli, so eine Substanz. Sollte man es nehmen oder nicht? Also jetzt ganz kurz. Man kann Kurkuma im Labor testen, das ist auch gemacht worden. Sie müssen sich vorstellen, man kann Krebszellen züchten, gibt unterschiedliche Mengen Kurkuma da drauf und ab einer gewissen Menge sterben die Krebszellen ab. Das ist ein normales Dosisphänomen. Man kann aber auch Dreck nehmen und den auf die Krebszellen tun. Ab einer gewissen Menge Dreck sterben die Krebszellen ab. Ein Problem ist nur, die Menge Kurkuma oder Sulforaphan, die im Reagenzglas die Krebszellen abtötet, die kriegt man gar nicht in den Körper rein. Die kriegt man jetzt recht nicht an den Krebs heran. Und jetzt merken Sie, da werden sehr oft Laborexperimente aufbereitet und dann wird ein teures Präparat daraus gemacht und dann wird es angeboten und verkauft. Also bitte, bitte ein bisschen Vorsicht. Curry ist natürlich wunderbar. Das beste Curry ist auf indischen Gerichten oder auf der Currywurst. Ne, beste Sulforaphan ist im Brokkoli, also essen Sie es doch lieber. Nächster Punkt, körperliche Aktivität. Ich will es ganz kurz machen. Unheimlich wichtig, therapeutisch und prophylaktisch. Wir haben ja bei uns in Köln in der Frauenklinik eine onkologische Trainingstherapie mit der Sporthochschule zusammen. Das heißt, wir aktivieren Patienten und Patientinnen auch im Intervall der Chemotherapien. Viel wichtiger ist es hinterher, trifft uns alle jetzt. Bitte, bitte, wir wissen heute, wenn man 3 bis 4 Stunden in der Woche körperlich aktiv ist, kann man etwa 40% Risiko reduzieren für die Brust, für den Darm, für die Prostata, für Herz-Kreislauf-System, für Stoffwechselstörungen. Also Sie merken schon, es geht um Lebensstil, es geht um Zivilisationskrankheiten. Bitte, bitte werden Sie aktiv oder bleiben Sie es. Sondern darauf will ich jetzt ein bisschen länger fokussieren, Psycho-Onkologie, also wir sind in Köln, richtig gut in Psychoonkologie. Wir haben ein Haus lebenswert, da kann man alle Disziplinen unter einem Dach machen. Also ich habe ihn hier nochmal aufgeführt, eben war ein wunderbarer Vortrag, hat uns total bestätigt. Also Gespräche führen, Entspannungsübungen, alle möglichen Kunsttherapien, ne? Das ist unheimlich wichtig im Programm. Und ich selbst bin schon seit mindestens 10 Jahren Ausbilder in so einer Gruppe, die heißt Psy-Onko Köln, ne? Die ist von der Deutschen Krebsgesellschaft auch zertifiziert. Und mache das eigentlich sehr gerne und würde Ihnen direkt gerne ein paar Tipps geben, angewandte Tipps. Darf ich das? Haben Sie Lust? Also, eigentlich wie der Kölner sagen würde, Psychoonkologie für den Hausgebrauch, dass man umsetzen kann. Also ich fange mal, oh, das war der falsche Knopf. Wo geht es denn jetzt zurück? Der rote. Jetzt
komme leider nicht mehr zurück, aber ich habe es noch im Kopf, was es ist. Ich fange mal an. Wo geht es denn zurück? Ah, oh, super, ja, ja. Ah, oh, danke. Bei Lernbereitschaft. Also bitte, bitte bleiben Sie immer lernbereit und das ist ein großes Problem. Ich habe manchmal Patienten und Patientinnen, die sagen, was soll ich denn jetzt noch lernen? Ich bin jetzt 60 Jahre, 65 Jahre, ich habe aufgehört mit der Arbeit, ich will jetzt nichts mehr lernen, ist falsch. Ne? Bitte, bitte bleiben Sie aktiv, denn über Gehirnfunktionen wird ja der ganze Organismus aktiviert. Ihr Hormonsystem, Ihr Herz-Kreislauf-System, Ihr Abwehrsystem, alles hängt von der geistigen Aktivität ab. Und ich würde gerne Ihnen das mal, also man muss Klischees bedienen in der Psychoonkologie und auch ganz einfach alles runterbrechen, mal an einem Beispiel klar machen. Also wir leben ja in einem wunderbaren Land hier in Deutschland, ja, also Düsseldorf insbesondere. Ne, wir haben ja alles. Ne, wir haben ein schönes Zuhause, wir haben genug zu essen, wir haben eine tolle medizinische Versorgung. Das ist ja nicht normal. Ne, wenn man nach rechts und links guckt, das kann ja auch anders sein. Also wir haben alles, aber Deutschland ist ja ein Land der Nörgler. Ne, also wir gucken ja am liebsten auf das, was wir nicht haben. Ne, und ja, mahnen das auch oft an. Und meine Bitte wäre jetzt, achten Sie doch mal auf die kleinen Sachen, ne, was Sie gut können. Ne, achten Sie nicht darauf, was Sie nicht können, sondern was Sie gut können. Jeder kann irgendetwas. Ne, der eine kann gut kochen, der andere gut Fußball spielen. Ich kann mal sagen, was ich gut kann oder konnte, um Ihnen das ganz klar zu machen. Als ich so 12 bis 20 war, konnte ich unheimlich gut Fußball spielen. Ich habe damals beim FC Köln angefangen, in der Jugend, habe ein paar Jahre als Profi da gespielt, kriegte den Ball immer dahin, wo ich wollte, heute nicht mehr. Also wenn ich mit meinem Enkel Fußball spiele, der lacht sich tot. Gut. Danach wurde ich so 20, 25, da konnte ich Telefonbücher auswendig lernen. Das war die Zeit des Medizinstudiums. Den kann ich heute auch nicht mehr. Was meinen Sie, was ich heute gut kann? Sie kommen nie drauf. Ich kann heute unheimlich gut spülen. Die Frage ist, ja, spülen, warum? Also ich habe 5 Frauen zu Hause, ne, und wie, also eine Frau und 3 Töchter und eine Enkel, also gut, muss ich relativieren. Und wir kochen sehr oft zusammen. Ne, wir sind natürlich toll ausgerüstet mit Spülmaschinen, mit allem Pipapo. Aber Sie glauben nicht, was die Frauen für leuchtende Augen kriegen, wenn ich die Pötte gespült habe. Also, wo ich darauf hinaus will, es sind eigentlich die kleinen Sachen im Leben, die uns glücklich machen. Ja, und Sie sollten noch mal darauf achten, was kann ich denn? Und das mal fokussieren, das wäre unheimlich wichtig. Zweiter Punkt, klang eben schon an, gesunder Egoismus. Ne, der geht ja oft unter, vielleicht da auch ja, ein Klischee, wie fange ich an? Also, Männer haben ja auch eine Psyche. Ne, haben Sie schon gemerkt? Ich habe gerade bei mir ein bisschen gekramt. Wir Männer haben das auch. Männer haben ja auch Macken. Haben Frauen ja nicht. Na, Frauen, nein. Ihr habt entweder Besonderheiten oder Special Effects. Und die meisten Besonderheiten kommen ja aus der Erziehung. Nun, man kann was daran machen. Ich würde jetzt gerne mit Ihnen einen Deal machen. Ich nenne Ihnen eine Besonderheit, die muss ja nicht zutreffen. Wenn sie aber zutrifft, dann versprechen Sie mir, dass Sie für sich was umsetzen. Ja, können wir uns darauf einigen? Ja oder ja? Ah, gut. Also eine Besonderheit ist, dass viele Frauen deshalb falsch erzogen sind, weil man ihnen beigebracht hat, für andere Menschen gut zu funktionieren, sich selbst aber gern hinten anzustellen. Das geht genau in Ihre Richtung. Wenn das jetzt zutrifft, dann haben Sie was versprochen. Und Versprechen muss man halten, auch in Düsseldorf. Also Sie haben jetzt versprochen, dass Sie ab sofort immer fragen, was ist gut für mich und das immer öfter tun. Ja, es wäre unheimlich wichtig, sich so ein Zauberwort in den Kopf zu tun. Gesunder Egoismus. Der geht nicht gegen Familie, nicht gegen Freunde, aber man muss unbedingt auf sich selbst achten, insbesondere als Frau. Und ich kann das auch wieder frech kölsch sagen, man kann ja für andere nur was Gutes tun, wenn es einem selbst auch gut geht. Nee, wenn es Ihnen bescheiden geht, können Sie für keinen was tun. Also bitte achten Sie auf sich. Unheimlich wichtig. Noch Lust? Und wenn ich die Zeit überschreite, bitte sagen Sie, Frau Schaper. Oh,
die ist bestimmt schon knallrot oder was. Na gut. Ja, noch eins. Das letzte ist jetzt regional unterschiedlich. Also wir sind ja hier im Rheinland. Rheinländische Frauen sind ja wunderbar. Kölner Frauen insbesondere, aber Düsseldorfer auch. Ich bin oft in Deutschland unterwegs und wenn man so als Kölner nach Ostwestfalen kommt oder ins Münsterland, dann wird es schwierig. Es ist ein Auswärtsspiel. Also, die Frauen da sind auch sehr nett, haben aber eine völlig andere Mentalität als wir im Rheinland. Die können zwei Sachen nicht. Die können nicht gut annehmen. Sie bleiben jetzt bei ihrem Versprechen. Ich mache Ihnen direkt das Beispiel. Manchmal kriegt man was geschenkt, freut sich und indem man sich freut, geht schon so eine Maschinerie im Kopf los und man überlegt, oh, muss ich mich erkenntlich zeigen, muss ich auch was schenken? Also wenn Sie es kennen, haben Sie es versprochen, sich ab sofort nur noch zu freuen. Ganz wichtig. Und das Letzte, wieder Klischee, Frauen sind ja in der Regel Multitasking. Das heißt, Frauen können viele Sachen auf einmal, Männer können ja nur eine Sache. Und wenn Sie einen besonders guten Mann haben, kann der anderthalb Sachen. Dann ist aber Schluss. Jetzt kommt aber das große Aber. Männer oder andere Menschen, die was tun, geben sich damit ja oft große Mühe. Das sollte man ja anerkennen. Und die Botschaft ist, wenn Ihnen jemand was macht und es ist nicht ganz so gut, als wenn Sie es selbst machen würden, bitte freuen Sie sich trotzdem. Man muss sehr oft 5 Grad sein lassen. Das ist im Rheinland doch eigentlich ganz gut verankert. Was man im Kopf haben muss, man muss nicht perfekt zu sein, um liebenswert zu sein. Das ist ganz, ganz wichtig. Also, Sie merken schon, es gibt unheimlich viele psycho-onkologische Tipps. Also ich selbst bin regelmäßig in Grömitz an der Ostsee, da mit jungen Frauen unterwegs in einem Programm, das heißt Gemeinsam gesund werden von der Annette Rexroth. Und da diskutieren wir und fokussieren unsere Ideen und unsere Taten immer darauf. Jetzt vielleicht ganz kurz, ich mache es ganz schnell, weil ich sehe, es sind nur noch 2 Minuten. Was kann man medikamentös machen? Also wir geben unseren Patienten ein Chinsilinpräparat, pflanzliche Enzyme und ein Linsenextrakt. Und die Frage ist, warum? Ich habe Ihnen hier mal die S3-Leitlinie mitgebracht. Also ich muss jetzt ein bisschen ketzern. Es gibt ja unterschiedliche Leitlinien, das muss man immer so im Hinterkopf halten und wir machen unsere Patienten immer darauf aufmerksam, wenn Sie in eine Leitlinie schauen, schauen Sie bitte darauf, dass das Kürzel S3 davor steht, denn das ist die Leitlinie von der Deutschen Krebsgesellschaft, von der Arbeitsgemeinschaft wissenschaftlicher Forschungsgemeinschaften und von der Deutschen Krebshilfe. Es gibt viele andere, die aber in Nuancen oft gravierend unterschiedlich sein können, da muss man immer darauf achten. Sie haben jetzt gesehen, in der Leitlinie, in der S3-Leitlinie sind die Substanzen ganz gut beschrieben, so jetzt nehme ich nur noch einen Punkt, ganz gut beschrieben und wir haben ein paar Untersuchungen gemacht, einmal Chemostrahlentherapie, jetzt wieder ganz schnell, es waren 60, Frau Schaper, ich bin hilflos, Hilfe, ich drücke immer den falschen Knopf. Ja, nochmal zurück, 2 zurück, bitte. 2, ja. Genug? Ja, super, soll danke. Ich hierbleiben? Nein, danke. Okay. Kleines Sportprogramm. Also, ganz kurz, 60 Patientinnen, es sind wenig, ich weiß, wir haben das aber alles aus Eigenmitteln gemacht, also ohne Industrie. Wir hatten eine Kontrollgruppe, eine Therapiegruppe, alle wurden nach der Leitlinie behandelt, hatten Operation Chemostrahlentherapie. Und wir hatten in der Therapiegruppe dann dieses Dreiergemisch, wir haben das sehr einfach gemacht, haben den Patienten dann Fragebögen vorgelegt mit Schulnoten, haben gefragt, wie habt ihr das vertragen? Ach so, jetzt habe ich es begriffen, Frau Schaper. Das ist rausgekommen. Sie sehen 4 Balken, 2 graue, 2 blauen. Die grauen sind die Kontrollgruppen. Wenn man Patientinnen fragt, wie habt ihr denn die Chemotherapie und Strahlentherapie subjektiv vertragen, sagen die 3 bis 4, 4 plus. Wenn man jetzt eine komplementäre Maßnahme dazu gibt, deutlich besser. Das war für uns erstmal so ein Aha-Erlebnis. Wir haben auch gefragt, was war denn der Grund, warum wurde es besser? Und es kamen immer 2 Antworten, Schleimhäute und Gelenke, Muskeln, Knochen. Und darauf haben wir dann ein bisschen fokussiert. Ganz kurz, so sehen Schleimhäute aus, normale, die glänzen, da ist Flüssigkeit drauf. So sieht eine Schleimhaut unter dem Mikroskop aus. Da sind sogenannte Schleimdrüsen drin, die machen die Flüssigkeit. Wenn man jetzt auf so eine Schleimhaut eine Chemo- oder Strahlentherapie gibt,
dann stellt die ihre Funktion ein. Die geht nicht kaputt, aber die Schleimdrüsen funktionieren nicht mehr und dann werden die Schleimhäute trockener. Solche Schleimhäute brauchen auch Hormone, um aktiv zu sein. Das heißt, in bestimmten Altersgruppen oder unter bestimmten Therapien, wenn die Hormone runterreguliert werden, funktionieren die Schleimdrüsen auch nicht mehr und dann werden die Schleimhäute trockener. Und die Patienten sagen das am Auge, also Kontakt, den sie tragen, ist unmöglich geworden. Die sagen das an der Nase, die blutet manchmal. Und unsere jungen Patienten da in Grömitz sagen immer, Hilfe, meine Scheidenschleimhaut ist ganz trocken geworden. Was soll ich machen? Und andere sagen, das hier, das ist ein Kniegelenk, jetzt in Patientensprache, da fehlt natürlich dann die Gelenkschmiere und dann kriegt man sogenannte Arthrose-Erscheinungen. Arthrose heißt Anlaufschmerzen. Und in Köln sagt man, Arthrosen kann man hören und sehen. Also ich fange mal mit dem Hören an. Wenn Sie gleich aufstehen, dann hören Sie mal auf die Geräuschkulisse rechts und links. Dieses Stöhnen ist eigentlich ganz typisch. Und sehen kann man es auch. Ich habe Ihnen mal ein freches Bild mitgebracht. Schauen Sie sich erstmal ein. Das sind die Rolling Stones auf Alterstour. So wie der Ron Wood hier steht, da sieht man, der hat Schmerzen. Das ist ganz typisch für Arthrosen. Also da gibt es tolle Bilder, ähnliche Bilder dazu. Und wir haben in diesem Jahr eine Untersuchung abgeschlossen. Sie sehen, Brustkrebspatientinnen, über 1500 waren involviert. Alle hatten Antihormontherapie, alle hatten Gelenkbeschwerden und trockene Schleimhäute. Wir haben für 4 Wochen behandelt und Sie sehen, wir haben etwa 64% signifikante Verbesserungen. War für uns ein Segen, weil Patienten und Patientinnen, die Gelenkbeschwerden haben, keine körperliche Aktivität durchführen können, kein Sportprogramm durchführen können. Wir möchten aber gerne, dass unsere Patienten aktiv werden und damit auch die 40% Risikoreduktion mitnehmen können. Also Sie sehen schon, es ist dann eine Hilfe zur Selbsthilfe und Sie können es alle selbst machen, Sie brauchen nur ein Muskeltraining zu machen. Das wäre jetzt die Botschaft. Bei Sporttreiben achten Sie bitte immer darauf, dass Ihre Muskeln aktiviert werden, denn aus aktivierten Muskeln kommt eine Basissekretion Hormon, die völlig unbedenklich ist, die reicht aber aus, um diese Gelenkbeschwerden in der Regel komplett wegzuholen. Und wir machen in Grömitz auch immer Übungen. Es gibt eine Übung, man braucht morgens und abends 5 Minuten ohne Muckibude, ohne Gerätschaften. Sie können mit Ihrem eigenen Körpergewicht Ihre Muskeln so wunderbar trainieren, dass Sie damit eigentlich wenig am Hut haben. Also wenn wir gleich noch Zeit haben, kann ich Ihnen die gerne mal zeigen. So zum Schluss, ich überschlage das mal, Immuntherapien, da ist ja die Misteltherapie hauptsächlich im Fokus. Also wir raten in der Regel davon ab, weil es keine Belege gibt, dass die irgendwie sinnvoll sein könnte. Es gibt eigentlich nur eine Indikation, das ist bei weit fortgeschrittenen Krebsen und einer sehr schlechten Lebensqualität. Da kann man so ein bisschen für die Lebensqualität tun, aber in der Regel verpuffen diese Spritzen. Jetzt zum Schluss, Vorsicht, ich hatte Ihnen eben gesagt, es gibt unheimlich viel, was nicht belegt ist und ich will mal hier unten anfangen. Manchmal habe ich Patientinnen, ich frage die Patientinnen ganz gern, wie ist das denn aufgefallen? Ein Brustkrebs zum Beispiel, dann kommt, ja, ich hatte so ein komisches Gefühl und habe da auch was getastet in der Brust, bin damit zu meiner Frauenärztin gegangen, prima. Frauenärztin hat auch Tastuntersuchungen gemacht, hat Ultraschalluntersuchungen gemacht und hat gesagt, ich sehe da was, ich kann das aber nicht genau differenzieren, es sieht sehr harmlos aus, ich würde aber vorschlagen, Sie gehen mal in ein gutes Brustzentrum und lassen das abklären, prima. Frau geht in das gute Brustzentrum, es wird weiter abgeklärt, dann wird eine Biopsie genommen und dann heißt es Brustkrebs. Und dann tritt ja das Tumorboard, also die Konferenz der Kliniker zusammen, um das Therapiekonzept zu machen. Dann kam raus, Operation Chemostrahlen-Hormontherapie. Ja, und dann sagt die Patientin, da ist mir die Kinnlade runtergefallen, damit habe ich nicht gerechnet. Ich sage, ja, was haben Sie gemacht? Ich habe mir eine zweite Meinung eingeholt. Jetzt muss man wissen, zweite Meinung ist unheimlich wichtig, wenn man Zweifel hat. Die wird ja auch von jeder Krankenkasse finanziert, aber sie muss natürlich an einer guten Adresse eingeholt werden. Ich habe dann gefragt, ja, wo waren Sie denn? Dann kommt als Antwort, ja, ich war bei mir im Heilpraktiker. Ach, sage ich, und was hat er gesagt? Er hat gesagt, bloß nicht direkt operieren, das verstümmelt sie nur und bloß keine Chemo- und Strahlentherapie, das macht alle Regelkreise kaputt, dann kann ich hinterher gar nichts mehr für sie tun. Ich würde vorschlagen, wir fangen mal mit sehr sanften Methoden an. Ich habe noch jeden Krebs heilen können. Also Sie merken schon, Vorsicht. Man muss wissen, heute werden mehr als 90% der Brustkrebs
Fälle kurativ behandelt, das heißt mit dem Ansinnen, gesund zu werden. Wenn man aber erstmal mit der falschen Methodik daran geht und über Monate oder Jahre vielleicht ja, das Tumorwachstum nicht bremsen kann, hat man hinterher Schwierigkeiten. Also Sie merken schon, bitte, bitte glauben Sie nie, wenn Ihnen sagt, Sie können auf die Standardmethoden verzichten, wir können das alles mit der sanften Medizin machen. Und wenn Sie Lust haben, schauen Sie mal in so eine Dokumentation. Ich habe im vorigen Jahr eine Riesendokumentation mit Achte gemacht, die hieß Das Geschäft mit der Angst. Ja, das ist ein 45- oder ein 50-Minuten-Film, der ist inzwischen in der ARD, in ZDF, überall gelaufen, auch in Frankreich und in den Benelux-Ländern. Was haben wir gemacht? Wir haben einen Schauspieler genommen, haben den trainiert und haben den an 20 Stellen in Deutschland geschickt, zu Ärzten, zu Kliniken, zu Heilpraktikern, die auf alternative oder komplementäre Krebstherapien spezialisiert waren. Er hat gesagt, ich habe einen Morbus Hodgkin, also Lymphdrüsenkrebs. Jetzt muss man wissen, Morbus Hodgkin kann man heilen, selbst wenn er weiter fortgeschritten ist. Dazu braucht man aber Chemostrahlentherapien. Ja, und ich mache das jetzt ganz kurz. Also der Patient wäre überall gestorben, weil man ihm überall von der Chemo- und Strahlentherapie abgeraten hat. Und angeboten hat man ihm dann solche schönen Sachen, also Kaffeeeinläufe, so sieht das aus, oder blaue Säure, haben Sie vielleicht schon mal gehört, Vitamin B17, also Vorsicht. Ne? Also damit kann man weder Lymphdrüsenkrebs noch andere Krebsarten heilen, aber es ist manchmal sehr verlockend. So, bleiben Sie gesund, werden Sie gesund. Man braucht wenig, Sie brauchen Bewegung, bleiben Sie aktiv, Sie brauchen eine ausgewogene Ernährung, bitte achten Sie auf sich, Sie brauchen ausgeglichene seelische Balance, ne, achten Sie bitte auch darauf. Jetzt fehlt noch eins, was wir ja brauchen, klang eben auch schon an, wir brauchen ja Familie, Freunde, Bekannte. Ne, Schlagwort ist ja Geborgenheit im sozialen Netzwerk. Ne, was wir brauchen, ich habe Ihnen das mal hier mitgebracht, alles das, was Spaß macht im Prinzip, das ist das, was wir Kölner so gerne machen. Das kann eine Selbsthilfegruppe sein, das kann ein Kirchenchor sein, das kann ein Fußballstadion sein. Also Sie merken schon, das kann völlig unterschiedlich sein. Und hier unten steht eigentlich das, worauf Sie achten sollten. Ich übersetze es Ihnen, Frau Schaper. A Gefühl, das verbindet, heißt ein Gefühl, das uns verbindet. Ist unheimlich wichtig, also bitte achten Sie darauf. Und naja, Sie hatten mir, erinnern Sie sich noch an die Versprechen? 4 Versprechen. 4, 3. Also eines, lernbereit bleiben, ne, gesunder Egoismus, 5 gerade sein lassen und annehmen lernen. Ich hätte noch ein Versprechen, ihn abzunehmen. Ich habe vor ein paar Jahren mit der Annette Rexroth, mit dem Professor Janni, der war ja heute Morgen hier, mit dem Pater Anselm, so ein großes Buch geschrieben. Ist jetzt keine Reklame für das Buch. Und wir hatten alle die Aufgabe, am Ende des Buches für die Leser so einen Spruch zu setzen. Ich würde Ihnen jetzt meinen gerne geben und sagen, bitte setzen Sie das doch mal um. Ja, ist unheimlich wichtig. Geht eigentlich in die Richtung, was wir eben schon hatten. Na, da ist er. Also, aktivieren Sie Sinne, Gefühle und Kräfte, um Glücksmomente des Lebens zu erkennen und ausleben zu können. Das ist unheimlich wichtig. Und naja, da kommt mir, da ist wieder eine Steilvorlage. Mein Fußballverein, wo ich mindestens 30 Jahre aktiv war, wir werben ja damit, dass wir spürbar anders sind. Ja, also ich möchte das mal an Sie alle geben. Manchmal muss man spürbar anders werden, ja, um gesund zu bleiben, um gesund zu werden. Ne, das klang eben in dem Vortrag schon an. Also ich denke, ist genau richtig. Also bitte, bitte achten Sie auf sich. Und sorry, ich habe jetzt mindestens 5 Minuten überzogen, aber Sie waren alle so ruhig. Von daher...